Hallo, ich bin Marlene vom Früd und ich zeige dir in diesem Video, wie du den Zauberstab in der Früd-App benutzt. Mit dem Zauberstab kannst du automatisch deine Beete befüllen lassen. Dafür gehst du unten zunächst in der Menüleiste auf Plan und dann auf den Gartenplan, wo du den Zauberstab benutzen möchtest. Da ich hier gerade kein leeres Beet habe, lege ich mal eins an, um dir den Zauberstab zu zeigen. Dafür gehe ich einfach auf Beete, ziehe dann das Rechteck rein und passe das Beet so an, wie ich es jetzt haben möchte. Zack, ist das Beet angelegt und dann gehe ich unten links auf den Zauberstab, auf das Zauberstab-Symbol, klicke dann auf Lücken auffüllen und kann dann entscheiden, ob ich die mit meinen Favoriten oder mit neuen überraschenden Arten auffüllen möchte. Das wähle ich jetzt mal aus und bekomme dann einen Vorschlag. Wenn der mir nicht gefällt, kann ich unten auf Neuer Vorschlag klicken und mir andere Möglichkeiten anzeigen, wie mein Beet mit dem Zauberstab befüllt werden kann. Und wenn mir dann ein Vorschlag gefällt, klicke ich einfach unten rechts auf den grünen Haken und habe ihn übernommen. Und man kann natürlich nicht nur einzelne Beete, sondern auch einen ganzen Garten befüllen. Das zeige ich dir mal jetzt in der Vorkultur. Da bin ich oben rechts hingegangen und dort klicke ich dann auch wieder auf den Zauberstab, auf Lücken auffüllen und auf Überrasch mich. Und zack, wurde der ganze Garten befüllt. Das heißt, es kann nicht nur ein einzelnes Beet, sondern auch der ganze Gartenplan befüllt werden. Da kann ich mir natürlich auch wieder verschiedene Vorschläge anzeigen lassen und den auswählen, der mir gefällt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nutzen des Zauberstabs und du kannst dich jederzeit mit Fragen an uns wenden.